Herzlich willkommen zu Folge 358 von Fallout 4. Wir haben heute den 13.11.2018. Und ich habe seit dem letzten Video einen Level-Up gemacht mit Nebenquests, weil ich hatte euch ja im letzten Video erzählt, dass ich vorhabe, mal waffenlos zu kämpfen, also diesen Skill da hochzubringen. Den haben wir jetzt auf Stufe 3. Eisenfaust. Waffenlose Angriffe verursachen 60% mehr Schaden. Waffenlose starke Angriffe haben eine Chance, einen Körperteil deines Gegners zu verkrüppeln. Und den möchte ich in diesem Video mal testen, vorführen, ob das was taugt oder ob das ein Krampf ist. Ich habe ja inzwischen mit Level 125 genügend Skillpunkte, dass ich mal so ein Experiment wagen kann. Ansonsten habe ich ja schon alle wichtigen Skills oder für mich interessanten Skills, so muss ich es ausdrücken, weil das ist ja Ansichtssache, ob sowas wie Kampfhund zum Beispiel wichtig ist, ne? Das wird jeder anders empfinden. Und deswegen kann ich jetzt mal solche Experimente machen. Die nächste Stufe wäre... Alt... 80% mehr Schaden und starke Angriffe haben eine erhöhte Chance, einen Körperteil deines Gegners zu verkrüppeln. Und die fünfte Stufe wäre dann... Doppelter Schaden, kritische Treffer im Bots lähmen den Gegner. Also die Stufe 3 werden wir jetzt mal testen mit 60% Chance und einer Chance. Gegner. Wie war jetzt das genau formuliert? Moment, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Ja, das muss man schon richtig. Ein Körperteil des Gegners zu verkrüppeln, ja. Gut, dazu brauche ich nicht einmal eine besondere Quest. Ich mache jetzt einfach hier Nebenquests, die Reinigung des Commonwealths und Quartiermeister. Fangen wir mit Quartiermeister an. Aha, okay. Da gehen wir mal lieber in Schleichmodus hin. Bewaffnet bin ich. Wie immer allerdings... warte mal, wo habe ich jetzt das? Ja, genau. Auf der Taste mit Boxhandschuhen. Die schauen wir uns mal in Ruhe nochmal an. Ich könnte das auch ohne Boxhandschuhe machen, also völlig waffenlos. Aber hier habe ich um 40% reduzierte Aktionspunktekosten. Und das ist bei starken Angriffen dann schon hilfreich, ne? Schaden 98. Aber das müsste eigentlich waffenloser Kampf sein. Warte mal, vielleicht kriege ich noch mehr Informationen über diese Boxhandschuhe, wenn ich sie genauer anschaue. X untersuchen... Keine Verbesserung. Geschwindigkeiten, Mittel. Also ich vermute mal, dass das Waffen sind, beziehungsweise dass das ja, Kampfgerät ist, das man mit dem waffenlosen Kampf nutzen kann. Ich kann ja mal die Dinger dann ausziehen und das mal ohne Handschuhe versuchen. Dann habe ich halt einen höheren Aktionspunkteverbrauch, ne? Jo, den Ladebildschirm überspringe ich. Gut, wir haben es ja mit Rädern zu tun, der Dekoration nach zu urteilen. Dann schleichen wir mal mit Kate und Dogmeat kann ich ja schleichen, die beiden. Ja. So, schön schleichen. Das ist ja Sinn und Zweck der Sache, ne? Ich möchte überhaupt in der nächsten Zeit mal mehr Schleichtaktiken verwenden. Dieses Ding hat uns auch noch nicht gesehen. Mal schauen, ob wir... Warte mal, du zuerst, oder? Anschleichen und dann... Hoppala. Wow. Okay, das war jetzt noch der Schleichbonus, oder? Oben links stand was, ich hab's jetzt nicht gesehen. Die Wachbekleidung... Warte mal. Ich muss ein bisschen aufpassen, mein Inventar. Ich habe jetzt meine Powerrüstung ausgelassen für diese Aktion, ne? Ich werde es jetzt auch nicht mit Sammeln übertreiben. Habe ich zurzeit auch eigentlich nicht nötig. So, jetzt zeige ich euch nochmal, was ich habe. Beim Hochleveln jetzt habe ich spaßhalber mal ein bisschen mit Kronkorkenminen hantiert. Da sollte ich Sünds erledigen und die sind ja eigentlich freundlich, ja. Und wenn ich nicht will, dass alle Sünds auf feindlich gestellt sind, muss ich sie mit einem Schlag töten. Führe euch das mal vor. Oh, sieht mich nicht, der Blindfisch. Ich kann so gut schleichen, das ist gut. So, und zwar macht man das dann wie folgt. Mal gucken, ob der Geschützturm auch Schaden nimmt. Hallo, ich brauche Waffen. Ja. Mit Taschendiebstahl, ähnlich wie in Skyrim, eine Kronkorkenmine
Halt, in Skyrim macht man das mit Giften. Wer ist da? Okay, das hat gesessen. Das hat auch den Turm mit zerrissen. Also so habe ich das gemacht mit den... Synths vom Institut. Weil ich für die stählerne Bruderschaft gearbeitet habe mit einigen der Quests beim Hochleveln. Und da musste ich halt mal in einer Mission Synths töten. Und ich weiß jetzt nicht, ob das Auswirkungen hat. Der hat mich noch nicht gesehen, oder? Okay, Kate hat das schon geregelt. Also es ist ein durchaus gangbarer Weg, vor allem, wenn man es auf die heimliche Tour macht, ne? Jetzt Arsch, weißt du das? Ich bin am Arsch? Nee, nee, bin ich nicht. Ich habe an deinem Arsch nichts zu schaffen, ganz ehrlich. Wirklich nicht. Wahrscheinlich am Dach droben, ne? Kurz speichern. Gunners Plaza. So, jetzt noch einmal mit Handschuhen, dann mal ein Test ohne Handschuhe und dann auch mal ohne Heimlichkeit. Also mir geht es darum zu testen, ob waffenloser Kampf praktikabel ist oder nicht. Jedenfalls, ich meine, es ist zwar unwahrscheinlich, dass mir jemals die Munition ausgeht. Ich schleppe ja Tonnen davon mit rum, das müsst ihr euch mal anschauen. Das ist ja, Waffen, Kleidung, Hilfsmittel, Schrott, Munition. Schaut euch das mal an. 1200, 1300, 2900, 3300 und so weiter, ne? Also es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass mir jemals die Munition ausgeht. Aber sollte ich mal auf eine Quest kommen, wo mir die ganze Ausrüstung abgeknüpft wird, das weiß ich ja nicht. Oder wo ich die Ausrüstung ablegen muss, damit ich, was weiß ich, durch irgendwelche Sicherheitskontrollen komme, dann kann ich mich trotzdem wehren. Ja, also ich... Das sind zwei Geschütztürme. Was? Nix was. Verdammt! Na gut, dann jetzt mal die nicht heimliche Geschichte. Bam. Schwerer Schlag. Komm, schwerer Schlag. Hopp. Hieß doch, ich kann verkrüppeln, oder? Du gehst mir nicht auf den Sack. Nee, ich gehe dir ganz bestimmt nicht auf den Sack. Das ist ein anständiges Mädel, Calrissia, also, ja. Oh, da hat gesessen. Das war ein kritischer Schlag, offenbar. Bams. Was hat er denn? Kann ich das noch mitnehmen? Ich muss mich schon zusammenreißen. Ich kann später offscreen noch ein bisschen sammeln, wenn es denn sein muss. Komm her. Ich wollte jetzt gerade eine Rolle vorwärts machen. Wie in... Boah. Dogmeat, würdest du dich mal um diese Geschütztürme kümmern? Das wäre ganz zauberhaft. Kate, du nimmst den anderen Geschützturm und ich kümmere mich um diesen... Raider. Was nehmen wir denn? Ich habe schon lang keinen gegrillten Einsiedlerkrebs mal gegessen. Jo. Wo ist er denn jetzt? Na komm her, kriegst auch eins auf die Löffel. Und, ich will mal einen schweren Schlag. Ich will mal sehen, wie das ist mit dem Krüppeln, ob da eine Meldung kommt. Also ich habe jetzt keine Meldung feststellen können, aber ich muss halt mein Video selber dann mal analysieren, weil ich kriege ja jetzt nicht alle Anzeigen mit, dafür ist das jetzt hier zu hektisch, ne? Was essen wir denn noch? Ich möchte jetzt gerade ein bisschen mein Inventar entlasten, indem ich dieses Zeug da auch mal verbrauche. Ich schlepp das tonnenweise mit mir rum. Kate, ja, das habt ihr gut gemacht. Wie, was, wo? Lass meinen Hund in Frieden, sonst scheppert's. Ja, also... Ich hab das ja... am Anfang mal ohne Skillpunkte versucht, das war ja erbärmlich, ja, aber jetzt geht schon langsam was, ne? Drum mache ich auch einen Test mit Stufe 3, damit wir später, wenn ich Stufe 5 habe, vergleichen kann. Das wird dann voraussichtlich das nächste Video sein. Ja, ja, jetzt ziehe ich die Handschuhe mal aus und kämpfe gänzlich ohne Hilfsmittel. So, Watts verbessert, ne? Schaden 107. Gut, einmal die Heimlichkeit.
Rotmasche. Wo ist er denn? Rotes Pünktchen über mir. Okay. Speichern. Ja, wie gesagt, das Vergnügen mit dem Looten, das werde ich am Ende dieses Tests machen, bevor wir hier rausgehen. Wo geht's denn hier hin? Zum Glück löse ich keine Fallen mehr aus, sonst hätte ich jetzt was abgekriegt. Weil die habe ich zu spät bemerkt, jetzt ganz ehrlich. Also, aber ich nehme an, wenn ich Fallen auslösen würde, wäre ich weitaus vorsichtiger. Was ist denn damit? TP und AP. Ne, die spare ich mir auf, falls ich beim Kampf fallen muss. Das sind nur TP und Rad. Rad habe ich gerade kein... Achso, die verstrahlen mich. Gut, die sind ja unverarbeitet, ne? Dann pochierter Angler, plus 15 AP und verringerter Fallschaden für 20 Minuten. Hilft mir jetzt nicht weiter. Was wiegt denn das? 0,5? Naja, okay. Dann gegrillter Einsiedlerkrebs. Das aufbereitetes Wasser bringt 40. Ne, das hebe ich. Das verwende ich nicht gerne. Nicht, weil es nichts taugt, sondern gerade weil es was taugt. Ja, es verstrahlt mich nicht und so weiter. Stechflüglerfilet. Ja, genau das erstmal mal wahrnehmen und ist jetzt vorübergehend um 1 erhöht. Durch den Stechflügler. Oh, eine Nuka-Cola-Quantum. Lass diesen Müll liegen. Das ist Platzverschwendung. Mach nicht so einen Krach. Wir schleichen hier, Kate. Einmal mit Profis arbeiten. Wo ist mein anderer Profi? Da hinten ist er. Heimlich. Bam. Okay. Schleich einfach 3,6-facher Schaden. Schauen wir mal, wo der herkommt, dieser 3,6-facher Schaden. Der kommt nämlich nicht nur hiervon. Also das hat ja jetzt mit dem 3,6-fachen Schleichbonus nichts zu tun. Das ist... Das müsste dieser Skill hier sein. Ninja, deine Fernschleichangriffe verursachen den 4-fachen normalen Schaden und deine Nahkampfschleichangriffe den 10-fachen normalen Schaden. Irgendwie muss das mit rechnen, weil es war ja jetzt ein Schleichangriff, ne? Vermute ich. Aber warum 3,6? Was ist denn das? Warum 3,6? Das testen wir nochmal. Vielleicht ist das, irgendwo scheint es Abzüge zu geben. Lass es mich wissen, wenn du Munition findest. Was? Du brauchst Munition? Moment, das muss ich mal checken. Warum brauchst du Munition? Ah, klar. Waffen... Munition. Die hat Munition ohne Ende. Da habe ich einen schönen Vorrat gegeben. Was hast du noch für Waffen? Achso, die habe ich wohl mal bei dir abgeladen. Kate's chinesisches Schwert. 7,6 mm Munition könnte ich dir mal geben. Enter. Da gebe ich dir mal 500 Schuss. So ungefähr. Hallo? Dann bin ich mal... aber dein Hemd an. Ja, keine Sorge, ich behalte mein Hemd an. Ich brauche schließlich die Rüstung jetzt für... das hier. So, das nächste Mal gibt es noch einen Schleichangriff. Und dann schauen wir nochmal, ob das weiterhin 3,6 sind. Wenn ja, dann ist dieser Wert fix und wird nicht gewürfelt. Ab und zu mal was trinken. Da komme ich her, ne? Gut, dann schauen wir uns da hinten mal um. Und immer schön wachsam bleiben. Das wär's. Tja, bei dir sah das wie ein Kinderspiel aus. Gell? Bei mir sieht alles wie ein Kinderspiel aus. Also fast alles. Stumpfwerkzeug kann man auch brauchen. Kühlmittel ist... ja. Was ist im Kühlmittel nochmal drin? Ich habe das ja jetzt wegen der Bug-Geschichte, von der ich euch erzählt habe, eine ganze Weile... nicht gespielt, monatelang, ein halbes Jahr lang gar nicht gespielt und nur ab und zu mal reingeguckt, ob es inzwischen einen Patch gibt, der das Problem vielleicht behoben hat, ne? Daytripper, hey. Ich glaube, sowas findet man eher selten. Glück plus 3, Charisma plus 3, Stärke sinkt um 2, also auch die Tragkraft ist mit Vorsicht zu genießen, das Ding. Glas nehme ich jetzt gleich mit. Ich glaube nicht, dass ich hier noch mal reinguck. Moment, hier.
Michael ist auf dem Keramikthron abgekackt. Auch ein seltsamer Tod, ja. Ich stelle mir das ziemlich peinlich vor. Also es ist irgendwie... Da sitzt du auf dem Klo und kackst und dann kommt eine Atombombe. Und da meinst du, meine Güte, war ich das etwa? Und dann ist schon vorbei. Ja? Also wenn die Atombombenexplosion kommt, dann... Boah! Ich habe zu viel Bohnen gefressen und dann... ja, ungefähr... Ja. So, ich muss rauf auf jeden Fall. Da war ein Aufzug irgendwo. Ist das hier ein Aufzug? Schauen wir mal, ob der nach oben fährt. Nach unten. Nach unten will ich nicht, Menno. Na gut, vielleicht will ich auch nach unten. Da könnte auch was sein. Auf jeden Fall ist da eine... Hund, du bist im Weg. Das ist Aluminium. Kann ich nie genug haben. Die anderen Dosen lasse ich jetzt mal sein. Aber Aluminium... Boah. Was? Nix was. Kate, bleib ruhig. Kate. Was? Doc, mit. Tu nix Unüberlegtes. Sein braver Hund, nein! Durchladen! Okay, dann eben auf die harte durch. Also ohne Handschuhe, ja? Dauert ein bisschen, aber es geht voran, ja? Es geht voran. Plasma-Kartuschen nehmen wir gleich mit. Da war doch noch einer. Wo ist er denn? Hallo? Doc mit, Fass, komm. Liegt es an mir? Oder ist das einfach zu leicht? Jo, da ist mir das Video abgestürzt. Mir fehlen ungefähr, schätze ich mal, 7 bis 10 Minuten Videomaterial. Kann ich jetzt nicht ändern. Da wir hier aber keine bestimmte Quest verfolgen, ist das nicht so tragisch. Wir testen ja den Waffenlos-Skill. Deswegen mache ich jetzt halt einfach ungefähr 7 bis 10 Minuten später weiter. Und ja, genau. Ich nehme das jetzt nicht so tragisch. Ich habe eigentlich gedacht, wäre die Abstürze los. In der letzten Zeit ist mir das Spiel jedenfalls nicht mehr abgestürzt. Deswegen war das jetzt für mich ziemlich überraschend. Das ist auch der Grund, warum ich mich wieder traue, Videoaufnahmen zu machen, weil das Spiel eben nicht mehr dauernd abstürzt. So. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich... zuletzt in diesen 7 Minuten so alles erzählt habe. Kann sein, dass ich mich jetzt wiederhole. Man möge mir das nachsehen, wenn das der Fall ist. So, Heimlichkeit, ne? Hm. Da ist eine und ich weiß, dass da noch eine ist. Wer ist da? Verdammt! Geht der Tanz wieder los. Bams. So, ich hab in diesen 7 Minuten mal mit dem Bots gearbeitet. Und das funktioniert ganz ausgezeichnet. Schaut euch das mal an. Und schöne Bilder gibt's auch noch. Ja, schöne Bilder gibt's auch noch. So, und bei einem dieser Kämpfe ist mir halt das Spiel abgestürzt. Und offenbar kann ich ihm nur auf die... 12 hauen. Also Wotz ist eine ganz gute Idee. Inzwischen ist er auch entwaffnet. Die Wahrscheinlichkeit ist möglicherweise im Wotz größer. Das muss ich mal beobachten. Ja, ich bin auch gespannt, wenn ich mein Video schließlich dann analysiere. Weil ich dann mehr auf die Anzeigen achten kann. Jetzt ist es zu hektisch. Ein legendärer Gunner, der ist mutiert. Der ist mutiert. Komm her.
Also, so wie es ausschaut, wären wir auch mit legendären Gegnern fertig. Jedenfalls mit menschlichen. Ob das bei Supermutanten auch klappt. Auf meine Gesundheit achten, ab und zu mal ein Steampack naschen. So, meine Rüstung hält einiges ab. Das ist natürlich wichtig, ne? Sonst wäre der Test wahrscheinlich ziemlich frustrierend. So, und das Ding hat auch ausgedehnt. Bleibt, hältst. Also, dass sie mit dem Skill sogar Autos zur Explosion bringen kann, das entbehrt nicht einer gewissen Komik. Ich muss mal auf meine Gesundheit schauen. Beinahe, eieiei. Ja, kann ich gerade brauchen. TP, maximale AP wird erhöht. Lock Eye Omelette. Ja, hauen wir auch noch eins rein. Dörrfleisch, Gift widerstehen. Ne, brauche ich gerade nicht. Jo, passt. Und den Rest machen wir mit dem Steampack. Nein, ich leck dich nicht am Arsch. Ich hau dir auf die 12. Na, so schaut das aus, wenn Kalrissa dir den Arsch versohlt. Bestenfalls, ne? Yeah. Also mir macht's Laune. Ich glaube, das werde ich öfters tun. So kämpfen. Ich find's cool. Wer will denn da noch was von mir? Du? Na, komm her. Blocken war diesmal besser. Einmal hat's geklappt. So, komm her. Yeah, hasta la vista, baby. Ordnung, kann man lassen. Wie ist denn der Queststatus? Berge die Reflexkondensator-Gedöns, bla, aus... Ja, da ist er doch schon. Deswegen sind wir hier. Das heißt aber nicht, dass ich die Kronkorken hier herrenlos zurücklasse. Das Ding ist 212 wert, kann ich noch mitnehmen, jawohl, und... Nein, ich gehe dir nicht auf den Sack, ich hau dir auf die Glocken. Ja. Also wenn ich ihm überhaupt auf den Sack gehe, dann bestimmt nicht so, wie er sich das jetzt... Hört du vielleicht auch damit? Okay, dann... Schon gut. Das wäre fast schief gegangen. Also da musste ich jetzt wirklich mal zum Fernkampf. Weil der hat einen Rückstoß gehabt. Dogmeat? Oh Gott. Achso, da hat sie schon wieder gerappelt. Okay. Oh, gut. Dann wieder mit Fausthandschuhen, mit Boxhandschuhen. Achso, ich wollte noch einen Schleichangriff ohne machen, ne? Das kann ich mir jetzt wohl abschminken. Ah doch, da sind noch welche. Also ich werde den Test jetzt fortführen in dieser Folge, auch wenn die Folge dann ein bisschen länger wird. Ich spare mir ja schon das ausführliche Sammeln, ja, also da komme ich euch ja eh schon entgegen, dass ich hier nicht alles mitnehme. Aber ich möchte da keinen Zweiteiler draus machen, wirklich nicht. Schachtel Zigaretten, die kann ich nicht verkommen lassen. Schauen wir, ob ich meinen Heimlichkeitsangriff kriege. Also Schleichen ist hier in dem Spiel schwieriger als in Skyrim. Ja? Muss ich feststellen. Okay, so nicht. Und wups. Wo ist er denn noch? Achso. Munition nehmen wir gleich mit und ein Stimpack auch. Also was jetzt nichts wiegt, wird sofort mitgenommen. Die war gleich beim ersten Schlag runter, oder? War das Kate? Jetzt nehmen wir mit der Heimlich... Oh, da ist eine Handgranate. So, jetzt mit Handschuh.
Probiere ich mal den kritischen, wenn er schon aufgeladen ist. Die Crit-Leiste hier ist voll. Mit der Space-Taste tue ich das jetzt mal. Und nochmal, komm. Ui, den hat's zerlegt. Hasta la vista. Heilandsblechle. Da freue ich mich direkt schon auf den nächsten Test, wenn ich das Ding voll ausgeskillt habe. Also, die Punkte sind nicht verschenkt, das kann ich euch schon mal sagen. Und es macht wahnsinnig Laune. Gut, das machen wir jetzt anders. Das muss ja jetzt dann doch nicht sein, ne? So, und dann wieder auf die Handschuhe wechseln. Die habe ich jetzt mittlerweile auf eine Schnelltaste gelegt, ne? Ich glaube, wir haben es jetzt ja eh bald. Ich brauche gar nicht so viel überziehen. Queststatus. Erstatte gelehrten Heilen Bericht. Jawohl, das passt. Dann bin ich ja eigentlich noch im... Schade, dass ich keine Rolle vorwärts machen kann, wie in Elder Scrolls Online. F5, dann... Ah, hallo, ich möchte gerne... Wow. Willst du denn das ganze Commonwealth mit dir rumschleppen? Wozu die Mühe? Ist doch Zeit zum Spielen! Okay, den Rest machen wir hiermit. Ich hab, und jetzt nochmal Crit, komm. Genau, oh. Also die kritischen, die geben besonders schöne Bilder. Also ich komme gerade auf meine Kosten, Leute. Das passt. Das war wieder ein kritischer. Und er ist gleich wieder aufgeladen. Also ich muss mal schauen, ob ich die kritischen Angriffe auch noch verbessern kann. Also die Aufladung der kritischen Angriffe, meine ich. So. Also eigentlich sind wir mit der Quest fertig. Da ist noch einer. Tja, dein Pech. Annehmen und Space drücken. Halleluja, Soki. Ganz mein Kampfstil. Ganz mein Kampfstil. Ganz ehrlich. Ich habe ja lange gezögert, diese Skillpunkte zu investieren, weil ich gedacht habe, wenn ich die da einsetze und es gefällt mir nicht, dann habe ich Skillpunkte vergeudet, die anderswo sinnvoller wären. Ja, also ich habe echt befürchtet, das war ein Fehlschlag. Aber es war keiner. Ganz im Gegenteil. Gefällt mir außerordentlich gut, der Stil. Also ich glaube, so könnt ihr mich in Zukunft öfters sehen. So, jetzt geben wir die Quest noch ab und dann haben wir das Video, also haben wir den Test beendet und, oh, guck, wir haben fast einen halben Level geschafft, also ein Drittel haben wir geschafft ungefähr. Wir waren zu Beginn des Videos beim E von Level, also LE, ja, ungefähr so weit war die Anzeige aufgefüllt und ja. Und die Finisher, die geben ja ganz, ganz hervorragende Bilder geben, die. Ich bin mal gespannt, ob ich auch mal einen Judo-Wurf mache, so wie man es bei damals, wie hieß er gleich wieder, der von na, der Travis. Als wir das damals von Diamond City Radio, als wir das damals gefilmt haben, hat der bei dem einen Typen einen Judo-Wurf gemacht, da habe ich nicht schlecht gestaunt, ne? Was bist denn du? So ein fliegendes Auge, oder?
Ja, das Looten spare ich mir jetzt. Das kann ich offscreen machen. Ich kann ja dann nochmal hierher, wenn ich will. Muss mir nur merken, wo ich bin. Ich bin jetzt hier bei Gunners Plaza. So, ach komm, lass doch den Dummdödel liegen. Wir gehen jetzt zur Questabgabe. Das machen wir noch gemeinsam. Dann ist die Videoaufnahme beendet. Ja, es ist schade, dass mir 7 bis 10 Minuten Video abhanden gekommen sind durch den Absturz. Aber wenigstens konnte ich 13 Minuten oder was? 17 Minuten der Aufnahme konnte ich retten. Ich werde vielleicht ein Stückchen von der geretteten Aufnahme wegschneiden, damit ich nicht mitten im Kampf plötzlich woanders bin. Weil in dem geretteten Teil, da wo das Fragment endet, das ist mitten im Kampf, das ist irgendwie blöd. Da muss ich ein bisschen kreativer schneiden. Ärgerlich, dass ich überhaupt schneiden muss. Also ich habe gehofft, dass ich das... Ja. Aber da wir keine besondere Quest gemacht haben, ist nicht wirklich durch den Absturz nicht wirklich was abhanden gekommen. Deswegen ist es jetzt auch nicht so tragisch für mich. Deswegen tue ich auch nicht lange rum, sondern... Kennst du diese Sins mit den Plastikgesichtern? Ja, ich kenne diese Sins mit den Plastikgesichtern. Radio Diamond City. Ich sollte dieses Radio öfters mal hören. Jetzt, wo es wieder funktioniert, das war ja auch verbuggt alles, ne? Wenn du technische Dokumente findest, solltest du sie zu Proctor Quinlan bringen und analysieren lassen. Hallo. Wenn du dir keine Kugel einfangen willst, solltest du einem Gunner nie den Rücken zudrehen. Hast du die Technologie gefunden? Hier. Und auch noch in gutem Zustand. Hier. Da draußen gibt es noch immer Unmengen an unentdeckter Technologie. Komm vorbei, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Ich will ja noch ein paar Skillpunkte haben. 2 brauche ich noch, um den nächsten Test zu machen, ne? Genau, das wollte ich hören. Das Gebiet ist auf deiner Karte. Also los. Und dazu mache ich jetzt einfach die stählerne Bruderschaft-Quests und andere wiederholbare Quests in Dauerschleife. Und wo wäre, sollte ich denn jetzt diesmal hin, falls es euch interessiert? Das nächste Mal wäre Greater Marsblood. Da war ich noch gar nicht. Dann sollte ich dort den nächsten Test machen, dann schauen wir uns das gemeinsam an. Gut, dann vermeide ich das jetzt mal. Und dann weiß ich auch schon, in welchem Gebiet wir den nächsten waffenlosen Test machen können. Ich sag mal an der Stelle mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dadurch eine Wiederholung der Apokalypse verhindert wird. Hören wir uns das Lied noch zu Ende an? Ja, und ich bin jetzt still, solange bis das Lied aufhört. Schön zu sehen, dass du sicher aus dem Institut zurückgekehrt bist, Schwester. Ist es zu fassen, dass Synths Menschen durch exakte Duplikate ersetzen? Da wird einem ja übel. Willst du denn das ganze Commonwealth mit dir rumschleppen? Pass auf dich auf da draußen. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die das Commonwealth nach diesen Artefakten durchkämmen. Und das Lied ist zu Ende. Ja, also bis zum nächsten Mal. Hoffentlich hat euch das letzte Lied gefallen. Ja, das hoffe ich auch.